Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Ja, wer in unserer Facebook-Gruppe ist, der wird sich freuen. Heute kommt es zu einer Auflösung, und zwar zur Auflösung des Rätsels: Was ist der, die oder das Nupsi? Ja, wie kommen wir auf Nupsi? Kurze Vorgeschichte: Auf unserer Facebook-Gruppe habe ich ein Foto eingesetzt. Und zwar, man muss sich das ungefähr so vorstellen. Das Foto. Später habe ich dann noch das Foto davon dazugepackt. Ihr habt es vorne schon einmal kurz gesehen. Es gibt es noch in weiteren Varianten. Und habe gefragt, was ist das? Also, da kam natürlich von, ja, ich muss mal gucken, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Da kam in der Raterunde von Stempel bis Kleiderhaken, von Schwamm über Flaschenverschluss bis zu, das kann ich nicht verraten, aus Datenschutzgründen, Zettelhalter, Eisschaber, wobei Eisschaber natürlich gar nicht, von der Idee her gar nicht so dumm ist, ist es aber nicht. Ja, bis dann irgendwann die Gabi schrieb, es handelt sich um einen Nupsi, mit dem man Zeltteppiche befestigen kann. Also ich muss sagen, wir kennen diese Halterung für einen Zeltteppich, aber bis heute kannten wir keinen Nupsi. Ich glaube auch niemand anderes. Seit dem Tag, und das war glaube ich gleich am ersten oder zweiten Tag, ziemlich weit oben, hieß dieses, ich nenne es mal Gadget, weil es ein Hilfsmittel ist, hieß also nur noch Nupsi. Wofür es ist, hat bis heute keiner rausbekommen. Natürlich muss man sagen, hier oben ist die Herstellerfirma mit drin. Das hatte ich natürlich auf dem Foto wegretuschiert, sonst hätte ja jeder sofort im Internet nachgucken können. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich will euch verraten, was es ist. Wenn ich euch die Rückseite zeige, dann erkennt ihr es vielleicht schon. Nein? Gut, dann gebe ich euch jetzt noch eine Minute. Das ist die Rückseite. Das ist die Vorderseite. Wer jetzt noch mitraten möchte, kann einfach mal auf Pause drücken und schauen, ob er rausbekommt, was das ist. Außer natürlich im Internet nachzuschauen. Dann braucht er keine Pause drücken, dann könnt ihr das Video weiter gucken, weil ich löse ja gleich auf. Das ist das andere Teil. Das sieht hinten so aus. So, und dann gibt es noch, was heißt gibt es noch? Es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber ich habe noch das. Das sieht hinten so aus. Und das. Welches hinten so aussieht. Ja, oh Mann. Rita wollte auch gar nicht mit raus. Es sind 0 Grad draußen. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie die Seitenscheibe von unserem Campino aussieht. Schaut mal. Schön zugefroren und Eiszapfen am Spiegel. Ja, okay. Ich habe gesagt, ich habe heute Zeit. Das Wetter ist schön, es ist hell genug. Ich drehe jetzt das Nupsi-Video. Gut, dann kommen wir mal ganz kurz dazu. Wie gesagt, Nupsi, dieser Ausdruck, der gefällt mir. Wir werden jetzt wahrscheinlich für alles, was wir nicht so richtig erklären können, erkennen können oder sowas, Nupsi sagen. Ich weiß nicht, die Gabi ist aus Köln, ob das so ein kölsches Wort ist für Ding oder für Gadget, ich weiß es nicht. Okay, ich zeige euch mal kurz, worum es anfangs ging. Auf die Idee gekommen bin, diese Nupsis zu suchen. Ich nenne sie mal weiter so, ich finde das Wort einfach lustig. Wie gesagt, man kann auch Gadget zu sagen oder man sagt Werkzeug. Ein Werkzeug ist es nämlich. Es ist ein Hilfswerkzeug. Und zwar zeige ich euch mal, ihr kennt alle diese Deckel. Die gibt es in dieser Form, die gibt es in dieser Form und noch in anderen, mit anderen Stegen und so weiter. Das ist der Deckel von unserem zweiten Frischwassertank. Der sitzt hier unten im Doppelboden, sitzt da auch noch, muss ich sagen, so schräg drinne. Und wenn wir Wasser abgelassen haben, beziehungsweise man nutzt das Wasser über die Pumpe,
dann ist in dem Tank immer ein Unterdruck entstanden. Man kommt also diesen Doppelboden an diesen Deckel so schlecht rein, dass man keine richtige Muskelkraft und Fingerkraft aktivieren kann, um diesen Deckel, der dann durch einen Unterdruck sich so richtig schön in der Dichtung festgesaugt hat, zu lösen. Ja, was war mein Dings? Ja, so eine alte, olle Zange, zeige ich mal so ein bisschen vorm hellen Hintergrund, auf die ich verzichten kann. Was habe ich gemacht? Habe die Zange angesetzt und immer mit der Zange kurz gedreht. Der Rest ging dann mit dem Finger. Das wird man jetzt aber auch hier erkennen. Alles abgenobbelt. Sieht unschön aus, mag ich nicht. Da ich gesagt, das kann es nicht sein. Es muss mit Sicherheit irgendwas geben. Ein Hilfsmittel, ein Werkzeug, womit ich solche Deckel öffnen kann. Ja, dann bin ich ins Internet gegangen und habe gesucht, gesucht, gesucht und bin auf die Firma 3D Konstrukt bzw. Archikonstrukt. Ich blende aber den genauen Namen mit der Adresse sowieso mal in das Video ein. In der Videobeschreibung werde ich das auch hinterlegen, weil ich kann mir einfach vorstellen, dass dieses Problem mehrere Wohnmobilisten haben. Ja, und dann ging es darum, da gibt es also auf der Seite, gab es dieses Werkzeug schon. Den Link, wie gesagt, setze ich euch rein. Und dieses Werkzeug auf der Rückseite, man sieht hier mit so einem, ja, so sternförmmäßig, gehört zu diesem Deckel. Passt hier top rein, hilft mit Tels einem Maulschlüssel oder so einer Knarre ansetzen. Jawohl, richtig ansetzen. Ganz kurz drehen, schon kann man es wieder abmachen und den Rest kriegt man dann per Hand los. Weil sich eben durch diesen Unterdruck dieser Deckel so in diese Dichtung gesaugt hat, dass es eigentlich nur einen ganz kurzen großen Kraftakt benötigt, um ihn zu lösen. Jetzt war es aber so, diesen Deckel hatte ich noch liegen und da passte dieses Werkzeug, was ich auf der Internetseite gefunden habe, sehr gut rein. Aber dieser Deckel war ja der, den ich also schon ordentlich mit der Zange bearbeitet habe. Dafür gab es auf dieser Internetseite kein Werkzeug. Ich habe dann den Herrn Flappert angeschrieben, ob bei mir für diesen Deckel, weil davon besitze ich zwei, ein Werkzeug herstellen kann. Und dann kam dieses. Uns ist zu Hause, zu Hause ist logisch. Man hat es uns ja zugeschickt. Dann habe ich es ins Wohnmobil gelegt. Und dann habe ich gesagt, ach Mensch, da drehst du noch ein Video drüber. Das können andere bestimmt auch gebrauchen. Habt sie wieder mit reingenommen, unsere Nupsis. Und dabei fiel mir erst auf, dass hier richtig schön draufsteht. Rita und Thomas Reisen und Archikonstrukt. Und hier steht sogar irgendwo noch das Wort. Hier steht, Camper-Fans und sowas. Also da ist noch einiges möglich. Da kann man seinen Namen, sein Kennzeichen, weiß ich was, egal was, mit einbringen lassen. Ja, die Firma druckt dieses Werkzeug einfach mit einem 3D-Drucker. Ich besitze keinen 3D-Drucker. Zusätzlich würde ich also wahrscheinlich auch dieses Programm nicht benutzen besitzen. Und diese Firma hat auch noch einen 3D-Scanner. Den habe ich also meinen Deckel hier geschickt. Die haben den ganzen Deckel gescannt. Dann wurde entsprechend das Programm so eingestellt, dass dieses Werkzeug dabei rauskam. Und das passt natürlich hier rein. Wie gesagt, egal ob Maulschlüssel oder Knarre ist schon fast zu schwer. Kleiner Maulschlüssel, mit der Flex noch gekürzt. Sogar das würde reichen. Also, kurz drehen, lösen und den Rest kann man schon mit der Hand abmachen. Ich zeige euch das ganz kurz mal draußen an unserem Tank. Der andere Tank ist in der Sitzbank. Die brauche ich jetzt gar nicht auseinanderbauen. Jeder kann sich jetzt eigentlich vorstellen, wozu diese Nupsis dienen. Dann gibt es wirklich noch Tanks, die haben diesen Mittelsteg sehr schmal. Lässt sich wahrscheinlich noch schlechter anfassen. Dafür ist dann dieses Werkzeug oder auch dieses. Ich muss sagen, 100% stabil. Das ist ja wie gegossen, wie aus einem Guss. Der 3D-Drucker, da kann nichts abreißen, da ist nichts verklebt. Das ist aus einem einzigen Druck. Also wirklich prima. Ganz, ganz klasse. Ja, das zu den Nupsis. Jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz, wie das bei uns unten mit dem Deckel da aussieht und wozu ich das genau brauchte und werde euch am Ende, wie gesagt, des Videos die Adresse einblenden. Dazu kommt diese Firma Archikonstrukt hier, die machen nicht nur solche Werkzeuge. Schaut es euch einfach mal an. Egal, was euch mal fehlt, was mal kaputt bricht, eine Halterung, ein Griff oder sonst irgendwas,
fragt ruhig dort an, schickt denen das Originalteil oder die Teile, die davon übergeblieben sind. Die scannen das mit einem 3D-Scanner und drucken euch das am 3D-Drucker dann halt fertig aus, schicken es euch zu. Ich muss sagen, gerade dieses Werkzeug hier, absolut top. Das ist schon mal, ja, das alleine inspiriert mich noch nicht, einen eigenen 3D-Drucker zu kaufen, das nicht. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass ich jetzt da so eine Adresse habe, wo wir jederzeit mal anrufen können, hinschreiben können, Fotos hinsenden können und anfragen können, könnt ihr uns das drucken? Wenn ja, zu welchem Preis und so. Feine Sache. Okay, zeige ich euch nochmal ganz kurz draußen am Tank. Und dann war es das eigentlich für heute schon. Viele Grüße von Rita. Wir haben heute den 28. Dezember. Es ist arschkalt. Das neue Jahr steht nah vor der Tür. Ich gehe noch ein bisschen arbeiten. Am 1. Januar morgens um 5:45 beginnt auch mein Dienst. Egal, ich werde ein bisschen vorschlafen, so dass ich dann bis 1, 2 wach bleiben kann, 3 Stunden schlafen und dann geht's wieder zur Arbeit. Und auch in diesem Video wünschen wir euch trotzdem schon mal einen guten Rutsch in ein gesundes, das ist das Wichtigste, und wirklich interessantes, aufregendes, neues Camperjahr 2020. Und vielleicht treffen wir ja den einen oder anderen. Der darf sich die Nupsis und alles andere, was wir so in unseren Videos vorstellen, gerne von uns live zeigen lassen. Okay, bis dann. Ciao. Ja, hier zeige ich euch mal, es wird sehr dunkel hier unten drin, aber hier sieht man schon den roten Deckel. Jetzt kann man den nicht öffnen, weil man hier gar keine vernünftige Kraft aufwenden kann. Schaut mal, da unten drin. Man kann also hier wirklich ganz schlecht Kraft aufwenden. Was habe ich gemacht? Habe hier also die Zange angesetzt und habe mit der Zange ja im Endeffekt den ganzen Deckel vergnaddelt. So, jetzt nehme ich mal mein Handy als Hilfsmittel, als Lampe. So, jetzt könnt ihr euch vorstellen, da unten ist der Deckel drinnen, nach oben hin fast gar kein Platz. Man hat also wirklich ein absolutes Problem, Kraft auszuüben. Deshalb habe ich dann immer die Zange genommen, die Zange angesetzt, einmal kurz gedreht, ja, und damit habe ich eigentlich den Deckel so richtig schön vernaddelt. Ja, vernaddelt ist fast so ein Wort wie vernupsied, ne? Ja. Und das ist natürlich jetzt alles viel einfacher geworden. Jetzt nimmt man, ja, kriege ich das hier so beides gehalten, genau, das Werkzeug, setzt es drauf. Nimmt kurz, den kann man nicht viel, aber nimmt kurz hier oben das Werkzeug oder eben wie gesagt Maulschlüssel und schon hat man hier den Deckel lose und kann ihn dann natürlich sehr bequem rausdrehen. Und auch überall dort, wo man vielleicht besser rankommt, sollte der Deckel durch den Unterdruck so richtig schön fest sein mit diesen kleinen Hilfswerkzeugen, kann man also dann ohne Probleme die Deckel der Frischwassertanks leichter öffnen, viel, viel leichter öffnen.